Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem späten Let's Play vom John C. Ja. So. Das ist eine Vorproduktion. Ach, ich kann nicht mehr reden. So, mehr oder weniger eine Vorproduktion. Ihr seht das Datum. Ja. Also, ja, los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag auf Coffee Bell. Ja. Heute zieht etwa jemand ganz besonderes ein auf unsere Insel. Ihr wisst es schon. Ja. Ich mach's, damit es noch aktuell ist. So. Gucken wir uns erstmal. Holen wir uns erstmal ein bisschen Spender am Brunnen. Von Let's Play Markus. Vom Gronk. Vom Concrafter. Vom Robert Hoffmann. Vom Unger, von Joyce, von Dontendo. Dann Wicked spendet auch ein bisschen was. Und der Zwergfürst. Ja, und ich. Spenden alle 10. Oder sind es schon 11? Nein. Ich weiß es nicht. Ich guck mal nach. So, ich habe vor diesem Part mal letztens offline die Charaktere ein bisschen angepasst. Kann ich mal ein bisschen zeigen hier über die Liste. Dass sie zu den Mies passen. Ich bin Freigeist. Passt irgendwie schwungvoll. Haben wir den Gronk und den Zwergfürst. Ehrgeizig, zielstrebig, gibt es keine Intellektgelötsänge. Abenteuertyp sind Dontendo und Markus. SP Markus. Nellificate und Luca sind Kuppeltyp. Da war Sonnenschein, Joyce Ilk und Robert Hoffmann. So, und hier als Flirtgranate Simon Weilfels. Alias Unge. Ja. Gut, wo haben wir noch was? Nö, das war's. Ich guck mal in die Liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10 sind wir auf der Insel. Gut. Lassen wir gleich mal ein 11. Mitglied auf die Insel. Aus dem Meemaker importiert. Gut, heute. So. Böhmermann. Jan Böhmermann. Wurde Zeit, dass der mal auf die Insel kommt. Ich als großer Fan von Satire, Zeitschriften und Magazinen. Ja. Heiße ihn nun herzlich willkommen auf der Insel. Auf Coffee Bay. Ja, dort wird er sich zu den YouTubern gesellen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass jetzt Böhmermann auch auf der Insel ist. Ja, heißt mit Vornamen Jan. Nachnamen. Ja. Brauche ich wohl nicht sagen. Gut, er war am 23. Februar 1981 geboren. Gut, seine Stimme. Ich bin Jan Böhmermann. Ich bin Jan Böhmermann. Ich bin Jan Böhmermann. Ich bin Jan Böhmermann. Alle nennen
Ich bin Jan Böhmermann. Ich bin Jan Böhmermann. Alle nennen mich nur Böhmermann. Ich bin Jan Böhmermann. Ja. Alle nennen mich nur Böhmermann. Mein Geburtstag ist der 23. Februar. Ich bin Jan Böhmermann. Lassen wir es mal so. So. Dieses Mi. Wie stellen wir das ein? Ich hab hier ja. Moment. So eine Liste, die gibt es auf Google Bilder unter Mies irgendwo zu finden. Eine Liste, wo dann die ganzen Charaktere stehen und die Zusammenstellung, wie man die dort auf diesem Board einstellt. Gut, das werden wir gleich mal. Und was nehmen wir weiter für den? Gut, was ist Böhmermann am ersten? Nehmen wir mal das hier, probieren wir es mal damit. Und das müsste dann Abenteuertyp sein. Energiegeladener Typ, der nichts zu stoppen ist. Wenn er etwas einmal angefangen hat, handelt er oft ohne viel darüber nachzudenken. Ja. Könnte man durchaus lassen. Der Charakter von Böhmermann. Ja. Ist so. Ich reiche mal den Zettel wieder runter. Böhmermann ist hereingekommen. Gut. Und dann lassen wir ihm mal ein bisschen Zeit, die YouTuber der Insel kennenzulernen. Gucken mal bei Domtenno vorbei, was er so auf dem Herzen hat. Er möchte jemanden kennenlernen. Das Wetter in deiner Welt. Och. Schön. Ich wäre so gern mit Gronkh befreundet. Ja, ich auch. Stell dich aber gerne vor. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Och, über dies und das. Kommen wir mal ein bisschen über Gerüchteküche. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Quatschen. Das ist Gronkhs Zimmer. Hat sich umgefärbt. Da er jetzt einen anderen Charakter hat. Die Farbe des Zimmers ist ja dann immer, wenn man kein anderes eingestellt, ihm schon geschenkt hat, immer dem Charakter entsprechend. Gut, es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Ja. Level. Vielleicht ist er Level 3. Ein kleines Dankeschön. Und Hunger hat er auch noch. Ich habe eine Nähmaschine erhalten. Nehmen wir gleich an uns und Essen kriegst du auch noch. Ein bisschen Peking-Ente. Und Levelanstieg. Das ist doch erfreulich. Können wir ihm gleich mal ein bisschen wipen lassen. Was hast du zu sagen, Domi? Vor meinen Freunden versuche ich immer möglichst gut auszusehen. Verständlich. Gut. Und weiter geht's. Bei wem gucken wir jetzt mal vorbei? Gucken mal, ob der Böhmermann zu Hause ist. Dann können wir dem mal gleich mal ein bisschen was zu essen geben, damit er sich gleich wohlfühlt hier auf der Insel. Ich bin Böhmermann. Ich handle oft aus einer Laune heraus. Ja, merkt man. So, ein bisschen Steak für ein fettes Steak für meinen Satiriker. Gut. Noch ein Cracker dazu. Und dann ist der Magen voll. Oh, hat ihm nicht so geschmeckt. Das fand er nicht so toll. Gut, kann ich nichts machen. Sag mal was. War mir was ganz Tolles eingefallen, aber jetzt ist es weg. Ein Schmähgedicht oder was? Noch eins. Gut. Das steht da in seinem Zimmer. Noch uneingeräumt. Gucken wir mal beim Unge vorbei. Der muss mal aufräumen.
ist das Wetter in deiner Welt? Habe ich schon mal beantwortet. Sehr gut. Der Unge hat Hunger. Kriegst ein bisschen Grillfleisch. Friss vom Boden. Und auch hier ein bisschen Level-Punkte. LP. Oh mein Gott. Nachrichten mit Joyce. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Beliebtheitsrang angekündigt. Das freut mich doch. Die Bewohner von Coffeeball pflegen alle möglichen sozialen Kontakte, aber wer ist am beliebtesten? Als alle losstürmten, um diese Frage zu klären, sagte Robert Hoffmann mit entschlossener Miene: Ich werde versuchen, mich mit mehr Leuten als alle anderen anzufreunden und mir so den ersten Platz sichern. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Na dann, werden wir doch mal gucken, wie es auf der Liste vorangeht und mal erstmal Supermarkt einkaufen gehen. Hatten wir fast verpasst. Ein bisschen Baumkuchen kaufen. Heißt ja Biskuitkuchen. Ein bisschen Bratlamm. Ein paar Datteln. Ein bisschen Tomatensaft. Nee, schnell weg damit. Wollen wir gar nicht erst aufgreifen, dieses Thema? Nein. Wollen Tomatensaft hier gar nicht erstmal ins Video lassen? Nein. Dieses Gesprächsthema wollen wir gar nicht erst anfangen. Es geht ja heute um Böhmermann. Ja. Herzlich willkommen, Gronkh. Schaut mal. Ja, Gronkh ist gerade am Kleidung kaufen. Er sieht sich um, ob er etwas Interessantes findet. So, vielleicht ein Autohemd. Ein Holzfällerkleidung. Holzfällerkleidung für Gronkh. Seemanns Outfit. Nein, das ist Seemanns Outfit. Das ist Shorts. Shorts-Kombi. Tischtennis-Trikot. Joa, die kennen wir schon. Ein Bowlinghemd. Hemd-Hose-Kombi. Jacke-T-Shirt. Kombi. Wackly-Shirt. Oh, das kaufen wir mal. Ein Tartanhemd. Gekauft. Tweetjacke. Gut, Ballettoberteil, Müllkleid. Viel Neues da. Muss man nicht alles kaufen. Ja, für Frauen haben wir sowieso nicht. Ja, das kommt dann in Part 13 auf meine Liste. Die nächste Frau. Gut, ich muss mal dann mehr Frauen einplanen. Kaufen wir nochmal dieses schöne Holzfällerkleidung. Ein schönes Holzfällerhemd. Mal sehen, wer das kriegt. So. Da der Gronkh gerade was einkaufen wollte, können wir dem vielleicht gleich mal was geben. Guten Tag, Herr Roboter. Landhaus gibt es zu kaufen. Gothic gibt es zu kaufen. Blumenwiese gibt es zu kaufen. Ich kaufe mal Gothic. Ich weiß nämlich schon, wem ich das geben werde. Ein kleiner Spoiler vielleicht. Vielleicht wisst ihr schon, wer das dann kriegen wird, wer demnächst einziehen wird. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr schon wisst, wenn ihr schon ahnt, wer Gothic bekommen wird. Wer demnächst. Kleiner Tipp, es ist nicht Dracula. Hier, der Beliebtheitsrang. Wer ist der beliebteste unter den Einwohnern? Wen mögen Jungs und Mädels gleichermaßen mehr als den Rest? Oha, das ist eine große Freude. Ich bin hier wohl sehr beliebt mit 76 Punkten. Der Zwerg fast offline, also ich. Erster Stunde, danach kommen letzten Memories auf Platz 2. Dann der Zwergenfürst auf Platz 3. Oh, ich überlege Platz 1 und 3.
Oh, dann auf Platz 3 mit dem Zwergenfürst Gronk. Ui. Der Zwergenfürst ist beliebter als Gronk. Oha. Dann kommt auf Platz 5 Gronkcrafter. Dann kommt Joyce Ilk auf Platz 6. Domtendo auf Platz 7. Robert Hoffmann auf Platz 8. Lenny Ficate leider mit 0 Punkten auf Platz 8. Unge auch noch mit. Ja, mit 0 Punkten ist ja nicht sehr lange auf der Insel. Und Böhmermann auch seit neuestem mit 0 Punkten. Ja, die sind noch nicht sehr bekannt. Kann man noch nicht viel machen. Joa. Ein Ereignis im Vergnügungsbad. Tomodachi Quest. So, lass noch mal aus. Gucken wir mal bei Lenny Ficate rein. Der gerade ein Problem hat. Namt. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Joa, gucken wir mal. Haben wir was? Von Lenny Ficate. Badehaus. Britterbude. Gothic. Leere. Jo, und das hier am ehesten. Ja. Du brauchst eine Bude. Dann gucken wir mal nach, was es da im Laden gibt. Monochrom. Kind. Jo, ich kann dir momentan leider gerade nur das anbieten, was ich im Angebot habe. Jo, tut mir leid für diesen Lenny Ficate. Ein Badehaus vielleicht. Ich würde aber was anderes vorschlagen. Es gibt ja die Möglichkeit bei... Vielleicht erst später, aber... Ist auch ein kleiner Spoiler, den ich jetzt mal hier an dieser Stelle mal schlichtweg verrate. Achtung, Spoiler-Alarm. Bei einem Levelanstieg gibt es dann irgendwann die Möglichkeit, Wohnungen zu geben. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon möglich ist, aber es wird auf jeden Fall möglich sein. Ja, aber ich kann dir zum Trost mal ein bisschen Klamotterie geben. Das sieht doch nach Lenny Ficate aus, oder? Gucken wir mal. Naja. Einigermaßen. Könnte besser. Oh, Levelanstieg. Da ist es Einrichtung. Können wir ihm gleich eine Einrichtung geben. Einrichtungen dienen dazu, dem Apartment des geschenkten Mies einen neuen Look zu geben. Suche für deinen Mii-Charakter die Einrichtung aus, die am besten zu ihnen passt. Ja, da gibt es unverkäufliche Exemplare, die nur hier beim Levelanstieg zu verkaufen sind. Hier wie die Standardfamilie, Pflanze, Naturholz, Kacheln, Hellgrün und Asienmodern. Ich würde hier Naturholz dem Lenny Ficate geben. Das sieht dann folgendermaßen aus. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst an? Das passt doch sehr zum Lenny Ficate. Ja klar, können wir uns gleich mal angucken. Auf dem oberen Bildschirm. So sieht's aus. So. Die Decke, der Boden. Ja, sieht doch nach Lenny aus. Eine neue Einrichtung zu bekommen ist so aufregend. Dann glaube ich dir. Ich werde friedlich damit umgehen. So, besser. Gut, Lenny hat jetzt auch eine Wohnung. Gucken wir nochmal nach Joyce, um die wir uns schon lange nicht mehr gekümmert haben. Magen ist voll. In die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Oh, schwere Frage. Schwere Frage. Also ich tendiere so zurück in die Zukunft. Also ja. In Zukunft, ja. Ganz klar. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Vergangenheit, das wäre mir zu prekär. Das ist,
ein bisschen, ja, gefährlich. Hier auf der Insel stehen alle voll hinter dir, Ebenbild von Zwergenfürst. Das freut mich sehr, dass meine YouTuber hinter mir stehen. Das ist doch, kriegst dir mal ein bisschen Tomatensaft dafür, dass du, ja, mir ein kleines Kompliment gemacht hast. So. Ich hoffe nicht, dass Tomatensaft jetzt zum Titel dieses Videos wird. So oft wie es hier fallen ist. Na gut, der Zwergenfürst hat noch ein Problem. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Gut. Sieh mir bitte mal meinen Kopf genauer an. Ich schaue mir meinen Kopf nochmal genauer an. Da ist ein Geschenk. Sehr gut. Darüber denke ich gerade nach. Gut, du denkst über ein Geschenk nach. Jetzt gibt's Futter für den Zwergenfürst. Ein bisschen kahl noch im Zwergenfürstzimmer, aber das wird sich im Laufe der Parts noch ändern. Haben wir was, was wir dem Zwergenfürst geben können? Nö, nicht direkt. Jo. Kornköfter geht noch. Böhmermann ist gerade bei der Arbeit. Gut, dann gucken wir mal im Studio vorbei. Vorbeischauen. Oh, er verkauft Klamotten im Klamottengeschäft. Jo, das freut mich für Böhmermann, dass er jetzt einen neuen Job gefunden hat, wo er jetzt ja in Ungnade gefallen ist. Oh, und schon ist er wieder zurück. Bei seinem alten Beruf. Gucken wir mal nach, wie es ihm geht, unserem neuen Bewohner. Dann diesen Part abzuschließen. Doch. Das ist Böhmermann. Ich übe gerade Grimassen. Ja, man sieht es. Man kann ihn auch streicheln. Das macht ihn ganz fröhlich. Yay. Das findet er toll. Und auch sein Levelanstieg und ein bisschen Geld kriegen wir dafür. Nein, kein Tomatensaft. Keine Götterspeise, sein Magen ist voll. Jo, können wir noch irgendwas tun für eine Holzfällerkleidung? Ein Karohemd. Polohemd. Jo, kriegst ein Polohemd. Das könnte dir durchaus stehen. Naja, geht. Reicht erstmal fürs Erste. Gut, noch irgendwas. Ihm geht's gut, ganz in Ordnung, alles. Ja, gucken wir nochmal kurz beim Concraft auch vorbei. Guten Abend. Was könnte ich nur sagen, wenn ich üben bin? Ja. Da habe ich so eine Idee. Jo, der Conquerfter ist eher deprimiert, wenn er wütend ist. Das ist. Ich würde es so machen. Nervige Kommis. Nervige Kommis. Jo, kann man machen. Gut. Kannst mal ein bisschen Pop singen. Kriegst noch einen Steak, damit du auch satt bist. Gut. Ein kleines Dankeschön. Gibt's noch ein kleines Dankeschön. Von jo. Ist alles gut im Hause Coffee Bay?
Und dann sagen wir mal eine gute Nacht hier dem Böhmermann und den YouTubern. Ja. Und der Böhmermann rollt hier in seinem Zimmer rum. Ja, lassen wir ihn noch ein bisschen rollen und ja, dann sage ich bis zum nächsten Part. Ja. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und zum Abschluss, ja. Nee, ich sag erstmal, gebt diesem Video noch einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, schaut mal beim Zwergenfast offline vorbei, da sind ein, zwei Videos. Ja, mehr ist noch nicht gekommen. Ja, mal gucken. Gut, schreibt was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ja, schreibt was zu der Frage, die ich euch gestellt habe, zu den Fragen, die ich euch gestellt habe. Ja, wie ihr Böhmermann findet. Wie ihr Böhmermanns Mie findet. Wie ihr es findet, wie er auf der Insel ist. Ja, und zum Abschied möchte ich nochmal das Schmähgedicht von Böhmermann zitieren. Ja, los geht's.